Das machen wir auch seriös. Wo ist die Zimmerkarte? Eine Ewigkeit später. Wir sind zu spät. Sollen wir einen Wegschampus mitnehmen? Ist Noah. Bei der Hitze ist Hydration auch immer wichtig. Was haben wir da Schönes? Let's go. Okay. Man muss auch mal mit dem Münchner spielen. What the fuck? Das gehört auch dazu. Da müssen wir dann lang. Ob das so smart ist, ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt wirklich langsamer. Sonst endet es nicht gut. Daydrinking ist key und von daher ist es jetzt auch die perfekte Maßnahme, dass wir uns einfach schon mal vorher, bevor wir in die 10 Locations gehen, schon mal eine Flasche Shampoos reinballern. Meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt am Dreh- und Angelpunkt in der wunderschönen Stadt München. Zu meiner Rechten haben wir den Marienplatz, direkt gegenüber den Spöcki. Spöckmeier auch genannt. Hey. Ja. Schön, Mensch! Was ist beim Marienplatz das? Cheers! Bier und Champagner. Wie kannst du das so lassen? Da hat Maxi auch immer ein ganz schönes Shirt an, da steht Pommes und Champagner. Das habe ich leider in Mailand verloren. Ja. Lebe, Mann! Too hype in the party! Feeling like my birthday! War das Mailand? Akzeptiert. Oder wir fangen gleich mal hier oben an. Also wir sind der Spöckmeier. Spöckmeier ist ein Traditionswirtshaus. Also 2 Jahre lang umgebaut, haben jetzt wieder geöffnet. Bier-Sapptische, Selbst-Sapptische. Da kann man sich einsetzen und die drehen sich auch im Karussell. Und wir haben uns gesagt, gut, Wirtshäuser gibt es genug in München. Irgendwas müssen wir machen, dass die Leute zu uns kommen. Deswegen haben wir es ein bisschen moderner gestaltet, gerade das Obergeschoss. Und was ist jetzt die Story hinter der Podcast-Lounge hier? Die Ramona macht einen eigenen Podcast. Der wird auch hier aufgezeichnet? Ja, wird hier aufgezeichnet. Können wir deine Community verarschen? Du bist ja hier. Richtig, genau. Ja. Damals voll so von uns schon mal kennengelernt. Ach, du bist das. Aber hier dürfen wir dann später zugreifen. Champagnerladen. Jetzt kommen wir hier in die Kammer, wo eigentlich jeder mal reinblicken muss. Die Bierverteilung. Und zwar haben wir keine Fässer, so wie es in den meisten Betrieben ist, sondern wir haben Tanks. Somit 6000 Liter frisches, helles Bier. Brutal! Und dann kommt der Bierfahrer jeden Montagmorgen um 7.30 Uhr und dann wird hier geschaut. Wie viele Jokes macht er so? Boah, hab ich wieder gesoffen am Wochenende. Ihr seid ja komplett digitalisiert. Komplett digitalisiert. Wir können eigentlich sehen, wie viel Liter hat welches Fass gerade noch und automatisierte Nachbestellung. Ich glaube, Johannes, da musst du wirklich zugreifen. Also musst du dann ja? Genau. Oh. Ja, stimmt. Was ist besser als einer? Oder zwei draus. Oder wir gehen auf Rosé. Ja, gehen wir auf Rosé, oder? Ja, klar. Let's go. Okay, let's go. Auch nett, Johannes, dass du auch im Service mit. Das ist eigentlich so eine kleine Praktikumstour hier. Ja, keine. Max, sollen wir die Flasche schon mal aufmachen, oder willst klar, du? Mach auf. Ja, du, Johannes, willst du die Flasche aufmachen? Ich hab einen Sprudeldurst um 14 Uhr. Dann war es schon 12:30 Uhr. So. Noah, für dich auch noch ein Gläschen. Also ich glaube, es ist viel mehr geplant, als man denkt. Was geht bei dir ab? Die Mädels. Ja. Cheers. Cheers. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Tour. Cheers. Vielen Dank, Jungs. Kamera Noah. Auf den Tag, ja. Lass das nicht die letzte Flasche von dir gewesen sein. Sind wir irgendwie so ein bisschen... Oh. Oh. Sieht super aus. Ich hab Hunger, ha? Vielen Dank. Ja, zu wundern, ne? Guten Appetit wünsche ich dir. Dankeschön. Danke. Dann gibt es hier noch vom Geweih einen Liquid für uns. Marc, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Yes, schön, dass ihr da seid. Noch ein Kaffee oder irgendwas baut ihr? Und jetzt geht's gleich. Too hype in the party. Starre, Einsatz. Die zwei, ja. Liebe Männer, wie sie im Buche stehen. Es wird nicht weniger. Dorte Blanc, Brit Natur. Schnelles Helles. Wir haben vorhin überlegt, wo wohnst du denn eigentlich? Tschüss. Der verlorene Sohn ist wieder da. Too hype in the party. Trotzdem noch drei Weingläser holen. Frisch machen, Wegewasser, weiter geht's. Schluss mit Trinken. Wir können nicht die ganze Zeit nur über das Saufen reden. Ein paar Sekunden später. So, ihr Lieben. Eisgekühlte Gläser, das muss man auch hier ja, nochmal. Was glaubst du denn dann? Ja. Ja, mein Lieber. Gut, dann Ladies first. Danke, mein Lieber. Gerne. Mein Lieber. Ja, ich mache auch immer mein Lieber. Ich kann die Namen nicht merken. Cheri, mon amour, ja, irgendwie. Mon amour, amore. Ich habe an einem Abend, ich glaube, 8 oder 9 Liter getrunken. Boah, Toni! Danach ging es mir auch gar nicht so gut. Ich heiße auch im Instagram zu platzieren. Die Flasche ist jetzt leer. Ich bin Johannes, auf mein 12. Glas Champagner heute. Wo sind wir denn jetzt? In der Schreiberei. In der Schreiberei. Und hier gibt's super Negroni. Geh eure Negroni. Warum guckst du denn so nervös? Was war das denn? Eigentlich sogar ziemlich witzig. Aber Menthol. Das ist Menthol? Ja. Ich finde Zigarre riecht besser. Das ist die Alkoholikergruppe 3. Also ihr seid heute Morgen unterwegs, oder? Nee, ich habe gearbeitet. Kann ich euch helfen? Soll ich einen Arzt rufen? Geht's euch gut? Passt das hier? Ja, klar, mega. Okay. Dann legen wir jetzt mal ein bisschen Musik an.
Wir sind gar nicht so laut. Sollen wir noch ein Foto machen an der Schreibereiwand? Heute ist wirklich so bar, 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 bar. Wir wissen nicht, wo es als nächstes hingeht. Jetzt geht's richtig los. Rutsch mal rein. Super. Boah, genau den brauchen wir jetzt. Ja? Er fährt uns jetzt richtig so. Ich muss mal richtig voran heute. Kommt zwar schon angeflogen. So, aber letztes der Magnum kommen muss es eigentlich gut sein. Ist das so eine Regel? Alles, was aus der Magnum kommt, ist gut. So, ein letztes Mal anstoßen für heute. Und dann ist Feierabend. Bis morgen. Tschüss.